Heute ist die Q&A dran. Das heißt, lasst das ruhig laufen, parallel, ob ihr im Bett seid, euch gerade ready macht, auf dem Weg zur Arbeit seid, im Homeoffice sitzt. Willkommen beim Monday Morning Coffee Talk. Das hier ist dein persönlicher und wöchentlicher Wake-up-Call für mehr Energie, für ein Bulletproof-Mindset und vor allem für ein Leben, das dich selbst fasziniert. Also, schnapp dir deinen Kaffee und let's go. Und Kaffee ist schon sehr, sehr nice. Also, Leute, Monday Morning Coffee Talk, Q&A Time. Ich würde sagen, wir starten jetzt heute in den Tag und gucken, was wir hier für schöne Antworten finden auf eure tollen Fragen. Also, Numero uno. Die erste Frage, die mich erreicht hat, ich belasse es übrigens anonym, ne? Wir wollen ja nicht unbedingt wissen, wer es gefragt hat, sondern wollen herausfinden, was jemand gefragt hat. Die erste Frage, die reinkam, vielen Dank dafür, Stage Fright. Stage Fright im Sinne von Lampenfieber, die Angst, auf die Bühne zu gehen, die Angst zu präsentieren. Genau, das, was wir halt kennen, wenn wir wissen, oh, da gucken vielleicht, weiß nicht, 10 Leute oder vielleicht 500 Leute oder 1000 Leute zu. Und wir haben innere Panik, auf die Bühne zu gehen. Lass mich ganz kurz darauf eingehen, weil die Ursache dafür, warum haben wir Stage Fright, warum haben wir Lampenfieber, ne? Warum trauen wir uns nicht auf die Bühne, wieso haben wir diese Angst und Panik? Ich denke, erstmal gehen wir in die Ursache rein, die Ursache. In unserem Gehirn, für all diejenigen, die Stage Fright haben, ne? Also relevant für alle von uns, für jeden, der oder jede, die übermorgen etwas präsentieren muss und sagt, boah, ich werde immer so nervös. In unserem Gehirn gibt es irgendwo eine oder mehrere Verknüpfungen, die so verankert sind, dass wir assoziieren Bühne oder viel Aufmerksamkeit von vielen Menschen, wo ich performen muss, gleich Panik, gleich Angst, gleich negative Konsequenzen, gleich Imageverlust, gleich Fehler, gleich Stottern. So, wo kommt das her? In der Regel irgendwo aus der Jugend oder aus der Kindheitszeit. Das heißt, wir haben vielleicht mal, ganz ehrlich, ich gebe euch eine Geschichte von mir. Musikunterricht, ja, es muss auch gar nicht etwas mit Präsentieren zu tun haben direkt, also mit Vorlesen oder mit etwas Vortragen. In dem Fall war es etwas mit Musik. Meine Musiklehrerin sagt, Avid, hier ist ein Lied, lern das Lied kurz auswendig. Und jetzt kommst du auf die Bühne, also nach vorne vor die Klasse, und jetzt singst du das der Klasse vor. Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Gott, war das schlimm. Ich wollte nicht singen, ich kann nicht singen oder ich weiß es nicht, aber ich habe es nie versucht. Und dann fordert mich meine Lehrerin auf, vor der gesammelten Menge ein Lied zu singen. Ein deutsches Lied, mit dem ich nichts anfangen kann. Hätte sie mir Drake in die Hand gegeben, hätte ich wenigstens gedacht, alright. Oder Michael Jackson, cool. Sie hat mir irgendeinen Klassiker, ich weiß nicht mehr, in die Hand gedrückt und gesagt, so, let's go. Und ich denke mir so, ich mach das nicht. Ich meinte zu meiner Lehrerin, ich mach das nicht. Sie meinte, ja, du musst es machen, es wird jetzt benotet. Ich meinte, wie, ohne Vorbereitung, warum wussten wir nichts davon? Ja, das ist jetzt einfach so, wie es ist, alle anderen kommen auch dran, du bist der Erste. Und ich hatte einen Crush auf ein oder zwei Mädchen, damals hat man gesagt Mädchen. Und es war mir so unangenehm, vor der gesammelten Menge, vor meinem Crush, die in dich verknallt war, mit meiner Stimme dieses deutsche Lied zu singen. Keine Ahnung, ob es O du Fröhliche war oder keine Ahnung was, O Tannenbaum, aber es war der schlimmste Moment, an den ich mich erinnern kann. Und ich denke, jeder von uns hat so einen Moment mal gehabt. So, was jetzt passiert ist, mein Gehirn hat sich nie damit auseinandergesetzt, was präsentieren oder auf die Bühne gehen bedeutet. Mein Gehirn ist einfach nur durch die Welt gelaufen und dachte sich so, cool, alles cool, alles cool. Oh, ich muss ein Lied vorsingen vor 30 Kindern und die lachen mich aus und darin sitzt eine Person, die ich beeindrucken will, der ich imponieren will. Welche neuronale Verknüpfung schafft mein Gehirn in diesem Moment? Auftritt, Bühne, Präsentation, gleich pure Panik, purer Stress. Oh mein Gott, die Leute werden mich auslachen. Das ist die erste Verknüpfung, die in meinem Gehirn entstanden ist. So, jetzt gab es natürlich zahlreiche andere Events, also Momente, in denen das weiter bestätigt wurde.
Vielleicht eine Präsentation in der Schule, in der man nicht vorbereitet war. Oder in der Universität hatte man, in der Uni, in der Hochschule, hatte man vielleicht ein größeres Projekt, was man präsentiert hat. Vielleicht auch das Kolloquium in der Bachelorarbeit, wo man gemerkt hat, oh Gott, mein ganzes Leben, mein ganzer NC, also meine Abschlussnote, hängt von dieser einen Präsentation ab. Also bauen wir immer weiter dieses Bild auf. Wir verstärken immer weiter dieses Bild, dass wenn wir präsentieren, sind wir meistens in einer Situation, in der wir performen müssen, sonst gibt es negative Konsequenzen. Und der Grund, warum ich jetzt fast 5 Minuten auf diese Ursache eingehe, ist, weil es gibt unendlich viele Rhetorikbücher. Ich habe da eins liegen von Talk Like Ted, kann ich jedem empfehlen, der seine Rhetorik-Skills trainieren will. Talk Like Ted. Aber wenn wir die Ursache nicht kennen, dann glauben wir, irgendetwas ist mit uns falsch. Und nichts ist mit uns falsch. Unser Gehirn hat einfach negative Verknüpfungen gemacht. Und jetzt gilt es, die Lösung, hier ist die Lösung, diese negativen Verknüpfungen aufzulösen und neu zu verknüpfen. Ich weiß, es hört sich super einfach an und vielleicht die Person, die das jetzt gefragt hat, denkt sich so, wow, auflösen und neu verknüpfen, Arvid, vielen, vielen Dank. Aber es ist tatsächlich genau so. So, wir müssen unserem Gehirn, uns selbst, neue Verknüpfungen aufbauen. Heißt, A, müssen wir erstmal eine neue Perspektive gewinnen. Eine neue Perspektive dahingehend zu sehen, also eigentlich ist es ja scheißegal. Eigentlich ist es komplett egal, ob wir performen oder nicht. Weil global oder universell betrachtet, who cares? In ein paar hundert Jahren sind wir alle tot. Die Menschheit hat eine Zeitspanne von 200.000 Jahren, ich weiß nicht. Und in einer Million, 2, 3 Millionen Jahren gibt es uns gar nicht, vielleicht gar nicht mehr. Who cares, ob deine Präsentation gut läuft oder nicht? Uns in dem Moment interessiert es, unser Ego interessiert es, unser kleines Soziales, unsere kleine Szene, in der wir leben, in diesem Universum. Das ist sehr interessant, aber global, universell betrachtet, who cares? Was auf dieser Welt passiert, who cares? Es gibt so viele Dinge, die schlecht laufen, es gibt so viele Dinge, die wichtig sind, who cares? Ob diese eine Präsentation läuft oder nicht. Jetzt, ich will damit nicht euer individuelles Leben herunterspielen und sagen, ihr seid nicht wichtig. Ich will nur eine neue Perspektive schaffen und sagen, ob wir in einer Sache performen oder nicht, ob unsere Präsentation gut läuft oder nicht, ob uns Leute auslachen oder nicht, ist nicht wirklich wichtig. So, wenn dieses Outcome nicht wirklich wichtig ist, weil wir sowieso irgendwann nicht mehr existieren und dieses eine Leben zum besten Leben unseres Lebens oder ja, zum besten Leben machen wollen, mit welcher Intention, mit welchem Fokus, mit welcher Energie würden wir dann daran gehen, wenn wir sagen, hey, you know what? Ich versuche es einfach, ich gebe mein Bestes und ich versuche einfach darin Spaß zu haben, Freude zu haben, weil auch dieser Moment ist eine Sequenz in meinem Leben. Das ist die Perspektive, die wir natürlich erstmal aufbauen müssen, statt dieser einen Präsentation so viel Bedeutung zu geben und zu sagen, oh mein Gott, das wird das Schlimmste auf dieser Welt. Es gibt nichts Schlimmeres. Alles andere ist nicht wichtig. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Arvid im Musikunterricht oder ihr, wenn ihr präsentiert. Und jetzt geht die Welt unter. Die Welt geht natürlich nicht unter. Vielleicht kennt ihr dieses Meme, die Welt vor eurem Problem, die Welt nach eurem Problem. Und die Welt sieht genau gleich aus. Sie dreht sich genau gleich schnell. Die Welt interessiert sich nicht wirklich für dieses Problem. Also nur wir interessieren uns für unser Problem. Also haben wir auch die Hebel in der Hand, es zu ändern. Weil alles passiert nur in unserem Kopf. Also A, eine neue Perspektive gewinnen, ist, glaube ich, die eine Sache. Gut, das ist Mindset. Jetzt kommt aber, glaube ich, der zweite Part und der ist sehr wichtig. Wenn man Lampenfieber hat oder wenn man das Gefühl hat, ich habe Angst, etwas zu tun, ich habe Panik vor dem Outcome, in dem Fall etwas zu präsentieren, etwas zu performen, auf der Bühne, vor Menschen, online, wie auch immer, dann, wenn ich neuronale Verknüpfungen schaffen will oder wenn ich die alten Verknüpfungen auflösen und neue schaffen will, dann kann ich mir das nur durch Erlebnisse erschaffen und aufbauen, nicht durchs Nachdenken. Viele sitzen da und denken jetzt, wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie kann ich die beste Präsentation halten? Wie kann ich richtig gut performen? Ich sage euch wie. Mach es einfach. Geh raus, übe es. Mach es, trainiere es. Sieh es wie ein Training. Das heißt, wenn du noch nie präsentiert hast oder wenn du extrem viel Angst davor hast, zu präsentieren und zu performen, auf die Bühne zu gehen, zu entertainen, ganz egal, was du machst, dann solltest du wahrscheinlich anfangen, in einem ganz kleinen Rahmen mit den Themen, die dir liegen, die dir wichtig sind, zu üben. Vielleicht gehst du hier auf Instagram live. Vielleicht schaltest du deine Kamera einfach mal ein. Vielleicht lädst du 2 Freunde zu Hause ein und sagst, hey Leute, ich habe ein Thema aufbereitet, es geht um das Thema
ich schieße jetzt irgendwo, ne? Nachhaltigkeit, es geht um das Thema Produktdesign, es geht um eine Case Study, üben. Und jetzt sagen Leute, ja, Arvid, Übung macht den Meister. Das haben wir schon gehört. Ja, aber die meisten fangen zu groß an. Die meisten sagen, okay, üben ist jetzt, ich gehe jetzt vor 500 Leuten live. Nein, erzähl einer Person etwas. Erzähl einer Person etwas. Dann erzählst du dieser gleichen Person was anderes. Erstmal fängst du an mit einem Thema, was dir liegt, worin du einfach 20 Minuten reden könntest. Danach nimmst du ein bisschen abgewandeltes Thema, wo du es vielleicht kombinierst, wo etwas, was du kannst, mit etwas, was du angelesen hast oder neu dazugelernt hast. Dann als drittes präsentierst du der gleichen Person jetzt ein neues, nicht verwandtes Thema, in das du dich einliest und einarbeiten musst. Jetzt signalisierst du ja deinem Gehirn, okay, Moment mal, das erste Mal, das war easy, das kann ich, da kenne ich mich mit dem Thema aus, da war eine Person, ich kann ihr in die Augen gucken, ich weiß, ich habe ein Zeitfenster von vielleicht 20 Minuten, easy. Das zweite Mal, da sind 3-4 Informationen, die ich hinzufüge. Das dritte Mal, das ist ein neues Thema, aber gleiche Person, gleicher Augenkontakt, gleiches Setting und so weiter. Jetzt gehen wir in das vierte Mal. Beim vierten Mal lädst du vielleicht 3 andere Leute ein. Auf einmal sitzt man da zu dritt, zu viert, zu fünft und du fängst wieder an mit einem Thema, was du schon jetzt gut kennst. Jetzt kannst du mittlerweile das Thema nehmen, was du dir natürlich ausgearbeitet hast. Jetzt präsentierst du vor 5 Leuten. So, wenn du das ein paar Mal machst, ich sag mal, wenn du das vielleicht 6-7 Mal machst, merkt dein Gehirn, ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und dieses ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte, speichert sich jetzt als neues mentales Konzept, als neuer Code in deinem Gehirn ab. So, das ist die Basis für ein gesundes Auftreten. Weil was ich versuche zu vermitteln ist, wenn dein Gehirn denkt, ja, es ist anstrengend oder ja, ich bin ein bisschen nervös, aber ich kenne dieses Format irgendwie schon. Ich habe in der Vergangenheit auch schon Erlebnisse gehabt, in denen es funktioniert hat, ganz egal ob groß oder klein, dann wird sich dein Lampenfieber oder dein Stage Fright beruhigen und was hochgeht, ist deine Confidence, dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein. Und das ist das, was andere Leute haben, wenn sie auf die Bühne gehen. Ich sage euch ganz ehrlich, seitdem ich 10, 12 Jahre alt bin, will ich auf die Bühne. Hätte mich jemand auf die Bühne geholt vor 200, 300 Leuten, hätte ich gedacht, oh mein Gott, ich würde am liebsten wegrennen. Jetzt stand ich schon oft genug auf der Bühne, sodass es eigentlich fast egal ist, ob da 200 Leute sitzen oder ich hatte noch nie ein 10.000-Mann-Publikum oder 10.000-Frau-Publikum. Aber ich würde mich das zutrauen, weil ich die anderen Versionen von mir schon kenne. Vor 20 Leuten, vor 30 Leuten, vor 50 Leuten, vor online, nicht online, in Interaktion mit einer Person, in Interaktion mit einer kleinen Mastermind-Gruppe. Ich habe das schon so oft durchgespielt, dass jetzt mein Lampenfieber natürlich nicht mehr so hoch ist. Es ist immer noch da, by the way. Es ist immer noch da. Aber ich gehe da durch dieses Lampenfieber durch. Andere, bei denen fühlt sich das so groß an, dass sie am liebsten gar nichts machen würden. Also, neue Perspektive schaffen und dann Training im Sinne von Step-by-Steps, ganz kleine Steps üben. Jetzt weiß ich aber auch von dieser Person, die sagt, ich habe Stage-Fright, dass diese Präsentation, diese Aufführung, ich weiß gar nicht genau, was es ist, oder ich will es gar nicht genauer definieren, in einer Woche oder in 2 Wochen stattfindet. Jetzt hat man natürlich nicht so viel Zeit, in einer Woche alles zu trainieren. Ich würde das, was ich mache, machen muss oder machen will, vor einer kleinen Gruppe an Menschen trainieren. Ich würde sagen, hey Leute, Freunde, weil auch bei, ich ganz ehrlich, vor Freunden zu präsentieren ist fast schlimmer, creepier, als vor Fremden. Fremde siehst du meistens nicht wieder, denn Freunde sind so, was war das denn? Also, wenn du es vor Freunden schaffst, schaffst du auf jeden Fall vor Fremden, nicht umgekehrt unbedingt. Deswegen, lad 2-3 Freunde ein und nimm dir das, was du präsentieren willst und sag dir, okay, alles klar, Leute, ich brauche einfach nur 2 Stunden, 3 Stunden eurer Zeit. Ich will das 2 oder 3 Mal performen oder an 3 verschiedenen Tagen. Nehmt euch diesen Raum, fragt eure Freunde, dafür sind Freunde da, euch genau in diesen Situationen zu helfen. Wozu haben wir Freunde, wenn wir nicht in den Situationen mal fragen können, könnt ihr mir nicht helfen? Und wenn auch Leute keine Zeit haben, wenn die Menschen keine Zeit haben, ist auch okay. Es wird 1, 2, 3 Kandidaten geben oder Kandidatinnen, die sagen, I support you. Und das sind auch Menschen, die du in Zukunft unterstützen kannst, wenn sie in eine ähnliche oder andere Situation kommen, in der sie eure Hilfe brauchen. So, und dann ist das letzte Level, und ich weiß gar nicht, ob jetzt Rhetorik überhaupt hier gefragt war bei dieser Frage, aber falls euch Rhetorik jetzt noch wichtig ist, dann
Talk Like Ted, das Buch, was ich sehr empfehlen kann, oder andere Rhetorikbücher, wo ihr jetzt die Wissenschaft des Redens lernt, die Psychologie des Sprechens. Das ist eine Sache für sich. Das erhöht auch nochmal das Selbstvertrauen. Das erhöht auch nochmal eure Kompetenz auf der Bühne und senkt euer Lampenfieber. Aber ich glaube, an allererster Stelle setzen die meisten an der falschen Stelle an und denken, Rhetorik ist die Lösung. Rhetorik ist eine sehr, sehr wichtige Komponente, so wie die Reifen bei einem Auto. Ohne Reifen kannst du nicht fahren. Aber der Motor, das Getriebe, die Abstimmung, die Ventile, die müssen stimmen, damit das Auto überhaupt fährt. Und deswegen brauchen wir die Perspektive und das Training, dass wir wissen, wie das funktioniert. Als letzte Instanz oder gleichbedeutend zumindest dann die rhetorische Komponente. Das ist Stage Fright bekämpfen. Und für die Person, die jetzt zuhört und sagt, ah, wie cool, aber ich habe noch ein, zwei Fragen, wir sprechen nochmal und gehen nochmal gerne auf deine individuelle Situation ein. So, Punkt 2, Frage 2, die reinkam für diese Q&A an einem Monday Morning Coffee Talk morgen. Nehmt euch den Kaffee nochmal, wir stoßen an auf ein wunderschönes, auf eine wunderschöne Woche mit sehr schönen Temperaturen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich genieße das Leben richtig krass bei diesen Temperaturen, auch wenn es zu heiß ist. Oh mein Gott, ich habe ewig drauf gewartet, bis dieser Winter vorbei ist. Boah, wie lange der gedauert hat. Wie oft wir hier saßen, 16 Uhr ist dunkel. Gott, hat es lang gedauert. Jetzt ist 22 Uhr nicht dunkel. Also darauf trinken wir jetzt. Cheers. Alright, Leute, cool, dass ihr da seid und dabei seid. Frage 2, die reinkam. Ich lese vor, was mir zugeschickt wurde, okay? Titel: psychischer Druck / Overwhelm, also Überforderung. Und mit der Erklärung, was macht man, wenn man 1000 Sachen erledigen muss, die alle Deadlines haben und man sich dann selbst psychisch so unter Druck setzt, dass man die Sachen aber selbst dann nicht schafft, wenn man eigentlich gerade Zeit dafür hätte. So war mein Wochenende, extra alles abgesagt, um produktiv zu sein und dann so Leistungsdruck gehabt, dass ich nichts geschafft habe. Ich glaube, damit können sich sehr viele identifizieren. Also erstmal danke für die Zusendung dieser Aufgabe oder Frage. So, ich könnte natürlich jetzt dazu 2 Stunden was sagen. Meine Freundin ist auch online, die weiß das. Sagt, oh mein Gott, was habt ihr dem Avi da jetzt zugeschickt? Der fängt jetzt an und hört nicht mehr auf. Zum Glück muss ich gleich in einen anderen Vortrag, tatsächlich einen Vortrag für ein Unternehmen. Aber gehen wir mal kurz drauf ein. Psychischer Druck, Overwhelm. Ich denke, hier kommen mehrere Komponenten zusammen. Overwhelm ist das emotionale Ergebnis, das biologische Ergebnis, was dir dein Körper zuspielt, um zu zeigen, dass du überwältigt bist. Was hier aber stattfindet, ist einiges. Und zwar, ich denke, die Ursache liegt irgendwo darin, man hat keinen klaren Fahrplan und zu viele Herausforderungen und dabei hat man nicht unbedingt sonderlich viel Lust auf die Dinge, die man macht. Ich kann mir vorstellen, dass es so ist. Vielleicht stimmt es nicht, aber adaptiert es gerne mal für eure Situation. Ja? Was macht man, wenn man 1000 Sachen erledigen muss, also einen Berg an Aufgaben bewältigen muss? Die haben alle Deadlines, die sind alle eng getaktet. So, und dann nimmt man sich sogar die Zeit, aber schafft es nicht, diese Dinge umzusetzen, weil man sich so überfordert damit, dass man noch nicht mal eine Sache macht. Okay. Ich denke auch an dieser Stelle erstmal, ich weiß nicht, ob ihr die Feuerwehr im Hintergrund hört, kann Straßenlife. Also ich denke an dieser Stelle nochmal Perspektive. Erstmal eine neue Perspektive schaffen. Bevor wir in die Struktur gehen, bevor wir in die Strategie, bevor wir in die Umsetzung gehen. Und ich habe ein paar Sachen für euch vorbereitet dann, um es zu beantworten. Aber erstmal sollten wir uns nochmal vergewissern, dass wir verstehen, wie wichtig diese Dinge wirklich sind. Wie bedeutend diese Aufgaben wirklich sind. Denn Deadlines erzeugen in uns häufig eine falsche Bedeutung, eine falsche Priorität. Weil etwas am Montagmorgen fertig sein muss, heißt es nicht, dass es besonders wichtig ist. Es kann sein, dass es dringend ist. Vielleicht kennt ihr diese Matrix. Eisenhower Matrix, glaube ich, heißt die. Es ist dringend, aber es ist nicht wichtig. Dringend und wichtig sind zwei verschiedene Dinge. Dringend kann sein, du musst jetzt heute deine Zalando-Bestellung zurückschicken, sonst kriegst du dein Geld nicht zurückerstattet, weil heute ist der 28. Tag oder die haben mindestens mittlerweile 100 Tage Rückgaberecht. Das ist dringend. Oder du hast einen Termin für deinen Reifenwechsel. Das ist dringend, ist aber vielleicht nicht wichtig. Weil ob du dann eine Woche später mit deinem Auto fährst, who cares? Ob du dein Zalando-Paket zurückschickst oder nicht zurückschickst und diese 15 Euro da irgendwie bezahlen musst, ist nicht so wichtig. Gemessen
auf das gesamte Leben. Also denke ich, ist erstmal die Dringlichkeit nicht gleich die Bedeutung hinter den Dingen. Und da könnt ihr mal auf die Aufgaben gucken, wenn ihr sagt, ich habe 1000 Sachen und die haben alle eine Deadline. Welche dieser Aufgaben, erstmal aufsplitten, welche dieser Aufgaben sind dringend und welche von dieser Aufgaben sind wichtig und welche dieser Aufgaben sind dringend und wichtig? Welche müssen jetzt passieren und welche muss ich machen, wenn ich auch nur von den, ich sag mal, 1000 Sachen, angenommen, es sind 10 Dinge, angenommen, ich habe 10 Dinge, die ich machen muss, wenn ich nur 5 machen dürfte, wenn ich mich nur für 5 entscheide und du sagst, ich muss aber alle 10 machen, I get it, aber wenn ich nur 5 machen müsste, dürfte, könnte, welche 5 würde ich nehmen? Welche 5 würde ich nehmen? Vielleicht fallen einige weg, die sogar eine zeitliche Priorität haben, aber sie sind dir im Leben nicht so wichtig. Sie sind für dein Outcome nicht so wichtig. Sie sind für deine Ziele nicht so wichtig. Was sind die 5 wichtigsten? Also da schon mal Spreu vom Weizen trennen und eine Priorität schaffen für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Wichtig und bedeutend für dein Leben. Nicht für das Leben anderer, nicht weil es jemandem zugesagt und versprochen habt. Also, deswegen Nummer 1, Prioritäten schaffen. Okay? Welche Dinge sind wichtig, welche Dinge sind dringend, welche Dinge sind dringend und wichtig und was ist für euer Leben bedeutend und wichtig? Und ich sage euch mal an dieser Stelle ganz ehrlich, wenn es danach geht, Aufgaben abzuarbeiten, ich zeige euch mal kurz hier meine To-Do-List. Guck mal, was hier steht. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da oben steht überfällig. Überfällig. Alles überfällig, Arvid. Alles überfällig. Es ist nicht dringend. Es könnte man als dringend bezeichnen, aber es gibt andere Dinge, die wichtiger sind. Und deswegen, es ist okay, wenn einige Aufgaben liegen bleiben. Es ist okay, wenn einige Dinge auf der Strecke bleiben. Weil wir sind nicht dafür gemacht, Dinge abzuarbeiten in einem Takt, um einfach nur Deadlines zu schaffen. Wir sind dafür gemacht, zu wachsen an den Dingen, die wir machen. Also welche Dinge könnt ihr machen? Was von den Dingen könnt ihr tun, die euch am meisten nach vorne katapultieren in terms of personal growth? Ja, in terms of persönliches Wachstum. Es ist okay, wenn 5 Dinge nicht so gut laufen wie die anderen 5. Also Prioritäten, ganz wichtig. Dann, wenn ihr diese Priorität gesetzt habt, auch, zur Frage der Priorität, immer natürlich eine Purpose-Frage. Warum ist die Erfüllung dieser Aufgaben, jeder einzelnen Aufgabe wichtig? Wenn ihr 10 Aufgaben zum Beispiel habt und diese Aufgaben aufschreibt und kurz beantwortet, wieso will ich diese Aufgabe beenden? Wieso will ich zu dieser Deadline fertig sein? Warum? Ne? Was daran ist mir so bedeutend und wichtig, dass ich diese Deadline einhalten will? Wenn ihr das einfach nur mal beantworten würdet, Aufgabe für Aufgabe, würdet ihr ganz schnell merken, okay, diese 3 Sachen sind wirklich wichtig, diese 7 Sachen sind gar nicht wichtig. Die habe ich irgendwo übernommen, ich habe irgendwo zugesagt, ja gesagt und dann ist auch okay mal zu sagen, hey Leute, hier habe ich zugesagt, ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Zeit, obwohl ich die Deadline schon angekündigt habe. Oder wenn ihr merkt, oh Mann, es ist dringend, aber es ist für mich nicht wichtig. Vielleicht könnt ihr jemand anderes an Bord holen. Vielleicht könnt ihr diese Aufgabe delegieren und abgeben. Und damit schafft ihr diese Aufgabe trotzdem, aber ihr müsst sie selbst vielleicht nicht zu 100% umsetzen. Und ich denke, dann kommt auch der andere Part, den ich erwähnen will, das Pareto-Prinzip, 80-20-Rule. Ja, wir haben es schon gehört, keiner setzt es um. Vor allem die Perfektionisten unter uns nicht. Ihr müsst nicht in allen 10 Aufgaben das beste Resultat produzieren, sondern nur in den Aufgaben so viel reinstecken, die euch wirklich wichtig sind. Das sind vielleicht diese 3, 4, 5 Aufgaben, wo ihr das Gefühl habt, das ist super bedeutend. Da geht ruhig gern mit mehr Perfektion ran. Alle anderen Dinge, Hauptsache, die sind fertig. Weil hier ist das Ergebnis. Jetzt sagen alle, Arvid, ja, was ist das für ein Mindset, andere 5 Aufgaben, die nicht so wichtig sind, so abzuspielen. Nein, wenn ihr sie abspielen könnt mit Perfektion und mit konzeptioneller Exzellenz, do it. Aber in der Regel sieht es dann so aus, wie gerade beschrieben wurde. Ich habe ein Wochenende oder eine Woche Zeit und ich muss 10 Aufgaben umsetzen. Kein Mensch schafft sowas. Auch nicht, wenn ich die Dinge einfach durchtakten und durcharbeiten würde. Also musst du zwangsläufig dich für Dinge entscheiden, die nicht so perfekt laufen werden. Also, bevor du das dem Zufall überlässt, was nicht so gut läuft, entscheide dich bewusst dafür, welche Dinge brauchen meine Perfektion, welche Dinge brauchen meine analytischen Fähigkeiten, welche Dinge brauchen meine Kreativität und welche nicht so sehr. Und die Dinge, die es nicht so sehr brauchen, machst du dann am besten wann? Danach. Nach den wichtigen Dingen. So, dann kommt das Thema Timeboxing. Wenn ich jetzt aufstehen würde und sage, ich habe 10 Aufgaben für den heutigen Tag, let's go! Und ich wüsste immer noch nicht, mit welcher Aufgabe ich anfange. Und deswegen brauche ich die Prioritäten und dann brauche ich ein Timeboxing.
Ich muss mir für jede Aufgabe einen realistischen Zeitraum einplanen und sagen, okay, die ersten drei Dinge, die mir wichtig sind, die ersten fünf Dinge, die mir sehr wichtig sind, die ich auch wirklich beenden will, fertig bekommen will, machen möchte. A, kann mir jemand helfen? Kann mir jemand helfen, diese Dinge umzusetzen, zu beschleunigen, wenn ich Zeitdruck habe? Gibt es jemanden, der mir helfen kann, diese Dinge schneller umzusetzen? Manchmal kostet es Geld, aber manchmal ist dieses Geld sinnvoll investiert, wenn du stattdessen einfach mehr Ruhe und Gelassenheit und ein besseres Ergebnis hast. Also, wenn das dann nicht der Fall ist und du sagst, ich muss trotzdem alle 10 Dinge selber machen, mach eine Liste, werd dir bewusst, warum du was machen musst, mach eine Priorität mit Zahlen 1 bis 10 für 10 Aufgaben und dann setzt du dir ein Timeframe. Wie lange brauchst du für eine Aufgabe? Wie lange brauchst du für diese Präsentation? Wie lange brauchst du für diesen Brief? Wie lange brauchst du für diese E-Mail? Wie lange brauchst du für die Vorbereitung dieses Vortrags? Und auch wenn du es nicht genau weißt, versuch einfach mal etwas zu schätzen. Mit der Zeit kommt dann auch das richtige Gefühl. So einfach ist es. So, jetzt hast du ein Timetable. Davor hattest du eine Liste von Aufgaben und dein Gehirn wusste nicht, wie lange dauert was und das überfordert dich natürlich an einem Wochenende. Jetzt hast du aber eine Liste an Aufgaben und weißt, okay, Aufgabe 1 ist besonders wichtig, dauert 2 Tage. Aufgabe 2 ist auch sehr wichtig, dauert 3 Stunden und so weiter. Jetzt mit diesem neuen Timetable, mit der Agenda, kannst du in die einzelnen Tage reingehen und sagen, am Samstag von 9 bis 12 mache ich das. So. Dann von 12 bis 13, 14, 15 Uhr mache ich Pause, mache ich gar nichts. Von 15 bis 18 Uhr mache ich das weiter. Danach ist die Aufgabe fertig. Und ich habe noch ein bisschen Puffer. Lasst euch übrigens den Puffer immer. 30% mindestens Puffer lassen, würde ich sagen. Für den Abend hin kannst du noch länger dran arbeiten. So am nächsten Tag ist die nächste Aufgabe dran oder sind 2, 3 Aufgaben dran. Lasst euch immer noch einen Tag Puffer, um gewisse Dinge zu beenden, die ihr am Samstag, Sonntag vielleicht nicht beenden konntet. So, Timeboxing ist sehr essentiell, damit ihr einfach wisst, womit ihr anfangt. Und dann kommt das Letzte, das habe ich gehört, das könnt ihr einfach so mal mitnehmen. Do it anyway. Do it anyway. Ich weiß, es sind so einfache Dinge. Aber wenn Samstag ist, was ich gerade hier irgendwie als Nachricht bekommen habe, ihr müsst 1000 Sachen erledigen. Ihr habt die Zeit dafür nicht wirklich gehabt. Und jetzt habt ihr dieses Wochenende euch dafür Zeit genommen. Und ihr wart so überfordert und gestresst, dass ihr noch nicht mal eine Sache umgesetzt habt. Was sagt das über eure aktuelle Situation? Erstens, vielleicht befindet ihr euch in einer Lage, in der ihr generell überfordert seid. Vielleicht müsst ihr einfach mal kurz einen Gang zurückgehen und überlegen, muss ich wirklich all diese Dinge machen? Ist es Teil von meiner Journey? Brauche ich das? Will ich das? Führt mich das dahin, wo ich hin will? Das ist natürlich jetzt eine Lebensfrage. Ihr seht, ich will nicht zu sehr ausholen, aber das ist natürlich sehr essentiell, weil viele überfordern sich mit diesem psychischen Druck, Dinge zu schaffen, zu machen, zu tun, zu leisten für ein fiktives Outcome, was noch nicht mal klar ist. Ich muss, weil ich will ja weiterkommen. Wie sieht Weiterkommen aus? Ja, keine Ahnung. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn ihr in dieser Situation seid und ihr müsst es machen. Wenn ich zum Beispiel hier meinen Monday Morning Coffee Talk machen muss und ich würde am liebsten weiterschlafen und ich habe dann in einer Stunde meinen nächsten Vortrag und ich habe dann noch ein Meeting. Und ich habe gar keine Lust, weil ich bin müde. Nicht, weil ich euch nicht liebe, sondern ich bin einfach müde. Do it anyway. Steh auf, do it anyway. Sag dir, es ist egal, wie man sich fühlt. Do it anyway. Es gibt diesen Spruch, Professionals do it with a headache. Michael Jordan hat, glaube ich, sein krassestes Spiel gemacht und da hat er irgendeine Form von Fieber oder Lebensmittelvergiftung. Was nicht heißen soll, do it anyway, wenn es euch so schlecht geht. Do it anyway, wenn ihr müde und überfordert seid. Geht euch kurz einen Schritt zurück, beruhigt euch, macht einen Spaziergang, macht euren Power-Move, ich weiß nicht, was ihr alles drauf habt. Geht kurz eine Runde laufen, macht ein kurzes Telefonat, schnappt kurz frische Luft, haltet kurz inne, tief ein- und ausatmen und sagen, okay, ich habe 10 Aufgaben, die sind alle super heavy und ich habe gar keine Lust auf 8 oder 9 von diesen Aufgaben und die sind alle dringend und 5 von denen sind wichtig. Ich fange einfach mit dem nächsten an. Wenn ich einen Marathon laufen müsste und mir die ganze Zeit vorstellen würde, ich muss 42 Kilometer laufen, ich würde gar nicht loslaufen. 42 Kilometer? Are you kidding me? Ich würde nicht mal loslaufen. Aber wenn mein Ziel einfach nur ist, 1 Kilometer, noch die nächsten 100 Meter, die nächsten 2 Kilometer, die nächsten 3 Kilometer, dann baut sich in meinem System eine andere Motivationsstruktur auf, und zwar getriggert von Dopamin. Dopamin gibt dir auf deine Ziele, die du hast, diesen Impuls.
Es ist der richtige Weg. Go for it. Do it. Es ist diese Euphorie, dieser positive Stress, den wir empfinden, wenn wir weitergehen. Noch ein Kilometer, noch zwei Meter, noch 500 Meter. Das kann unser Gehirn sehen, vorhersehen und uns emotional diese kleinen Mentos-Dopamin-Drops zuschmeißen. Wenn wir aber wissen, damn, das sind 20 Kilometer oder das ist der Mount Everest oder das dauert noch 10 Jahre, dann ist dein Dopamin-Mentos nichts im Gegensatz zu diesem Gefühl, was von oben dich herunterdrückt und sagst, das ist Pain, das ist purer Schmerz, durch den du gehen wirst. Ergo, du bist überfordert und überwältigt und gestresst und sagst, Gott, diesen Marathon will ich gar nicht laufen. Natürlich willst du diesen Marathon nicht laufen. Aber wenn du jetzt auf die Zeit zurückguckst bis hierhin, bist du schon wahrscheinlich einen Marathon gelaufen, oder? Ich würde sagen, wir sind alle schon einen Marathon gelaufen. Es war nur nicht ersichtlich, dass es sich um einen Marathon handelte. Keiner hat uns gesagt, dass das Abitur ist wie ein Marathon. Keiner hat uns gesagt, dass wir studieren und es fühlt sich an, als würden wir drei Marathon laufen. Marathon, Marathons, Marathöner. So, war natürlich ein Witz, ja? So, keiner hat uns gesagt, dass viele Dinge, die wir schon gemacht haben, ein Marathon waren. Ergo, die meisten Dinge, die meisten Projekte, die meisten Aufgaben fühlen sich an wie ein Marathon. Wie läuft man einen Marathon? Step by step. Also do it anyway. Und macht diese Schritte so klein, dass ihr euch einfach nur auf die nächsten paar Schritte fokussiert. So. Das war mal so das grob Umrissene zum Thema psychischer Druck, Overwhelm. Wie geht man mit einer Situation um, in der man tausend Sachen erledigen muss und so überfordert ist, dass man noch nicht mal eine Sache umsetzt. Da gibt es natürlich noch 10 andere Dinge, die man vertiefen kann. Ich belasse es mal dabei, weil es nur ein Q&A ist. Also, ich hoffe, das war wichtig. Jetzt Frage 3. By the way, wenn ihr weitere Fragen habt, schickt mir gerne noch eine weitere Frage rein. Ich muss dann leider wieder weiter. Wir wollen natürlich diese Session auch nicht überziehen. Aber Frage 3. Was sind die wichtigsten Eigenschaften für eine erfolgreiche Kooperation? Was sind die wichtigsten Eigenschaften für eine erfolgreiche Kooperation? Okay. Erstmal, was ist diese erfolgreiche Kooperation? Ich weiß natürlich nicht, geht es um einen Influencer-Deal? Geht es darum, sein Produkt zu platzieren bei einer Brand? Geht es darum, eine andere Brand dazuzuholen, einen technischen Partner dazuzuholen? Ist es eine Partnerschaft oder ist es wirklich eine Kooperation im Marketing? Ist es eine Kooperation unter zwei Menschen, die sagen, hey, wir haben eine Idee, komm, wir gründen das zusammen, ist das die Kooperation? Aber egal welche Form von Kooperation, hier sind 3 Dinge, die mir wichtig sind. Die wichtigsten Eigenschaften für eine erfolgreiche Kooperation. A, Werte und Vision. Und das hat keine Priorität, aber es sind 3 Dinge. Nummer 1, Werte und Vision. Die Werte und Vision dieser 2 kooperierenden Instanzen, ob es Menschen sind oder Unternehmen, die Werte und Vision sollten in eine Richtung gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt nichts Schlimmeres. Ich habe selbst am eigenen Leibe erfahren, wenn diese Visionen so auseinanderdriften, wenn die Werte so auseinanderdriften. Der eine setzt auf günstig und schnell und der andere setzt auf hochwertig und individuell und so weiter. Wenn diese 2 Welten aufeinanderprallen, wird es so viele Konflikte geben. Ich sage nicht, dass es nicht machbar ist. Ich sage nur, die wichtigsten Eigenschaften für eine angehende Kooperation, für die ich mich entscheiden würde, wäre eine, wo ich das Gefühl habe, die Werte und die Vision gehen in ein ähnliches Spektrum. Vielleicht sind sie leicht unterschiedlich oder auch sehr unterschiedlich, aber sie sind nicht entgegengesetzt. Sie sind nicht komplementär. So. Werte und Vision, das ist eine. Wie findet man heraus, ob die Werte und Vision im gleichen Ballpark sind, im gleichen Spektrum sind? Durch ein Gespräch, durch Fragen. Wenn es ein Unternehmen ist, dann habt ihr vielleicht ein Vision Statement, Mission Statement, wie auch immer. Meistens sind diese Dinge natürlich auch ein Blueprint, einfach nur um dafür, ne, das als Marketing- oder PR-Kit zu nutzen. Im Gespräch findet ihr immer heraus, was ist euch wichtig als Unternehmen, als Mensch? Wo wollt ihr in den nächsten 5 Jahren sein? Wo wollt ihr hinwachsen? Was ist euch auf dieser Journey besonders wichtig? Und ihr werdet ganz schnell sehen, einige sagen,
Cash machen, Exit machen, Millionen Dollar verdienen, rausgehen, was anderes starten und so weiter. Und wenn euer Ding aber ist, ich würde gern handwerklich mich betätigen, ich würde gern etwas designen, ich würde gern etwas weiterbringen und euch ist die Liebe zur Arbeit bedeutend und wichtig und dem anderen ist oder der anderen ist der Exit wichtig, dann gibt es wahrscheinlich sehr viel Unstimmigkeiten. Was nicht heißt, dass es keine Kooperation sein kann. Jetzt, wenn wir das wissen, können wir das festhalten und dann kommen wir zu Punkt 2. Was wichtig ist für eine erfolgreiche Kooperation. Verschiedene Aufgaben und Verantwortungsbereiche klar definieren. Heißt, wenn ich eine Kooperation eingehe mit jemand anderem, angenommen, ich habe diesen Stift und ich bin Hersteller dieses Stiftes und meine Kooperation, weil ich nicht weiß, was für eine Kooperation gemeint ist, dieser Stift ist jetzt in Kooperation mit einem Influencer oder einer Influencerin, soll jetzt nach außen getragen werden. Was ist mein Aufgabenbereich? Was ist der Aufgaben- und Verantwortungsbereich der Person, die das nach außen bringen soll? Ne? Was ist die Kooperationsgrundlage? Darüber muss man sich im Vorfeld klar sein. Meine Aufgabe ist, dieses Ding herzustellen, die Values zu schaffen, den Reiz zu schaffen und so weiter, die Qualität zu erzeugen, denn die Infrastruktur. Die Aufgabe des Influencers ist es, mit seiner oder ihrer Art dieses Ding so darzustellen, dass andere das Gefühl haben, das ist gut, das ist wichtig, das brauche ich auch. Natürlich authentisch und ehrlich. So. Deswegen brauchen wir eine ganz klare Struktur. Wer macht was und wo hat sich die andere Partei nicht einzumischen? Es gibt zu viele Modelle, wo der Hersteller denkt, ich brauche dich als Influencer, ich brauche dich als Brand Ambassador oder ich brauche dich als Kooperationspartner. Ich bestimme aber, wie das genau auszusehen hat. Ich gucke dir die ganze Zeit über die Schultern und sage dir genau, was du wann posten sollst. Hier, kein Influencer will mit euch so zusammenarbeiten. Gebt den Leuten kreative Freiheit. Nehmt in Kauf, dass Dinge nur zu 80% so laufen, wie sie laufen sollen. Das war jetzt natürlich jetzt Unternehmer, Influencer. Jetzt redet ihr vielleicht von einer anderen Kooperation, ne? Verschiedene Aufgaben und Verantwortungsbereiche. Hier ist eine Kooperation, von der ich persönlich erzählen kann. Mein Vater und ich, Café Olé. Das gehört natürlich meinem Dad, ich bin aber mit drin. So, Café Olé, since 1980, by father and son. Okay. Mich gibt es erst seit 1988, dementsprechend könnt ihr euch ausrechnen, wie lange ich schon in diesem Café tätig bin. Es war unendlich schwer, am Anfang, gemeinsam mit ihm, alle Sachen zu beantworten. Welche Tassen nehmen wir, Paps? Welche Wandfarbe haben wir? Wie viel zahlen wir dem Personal? Wie wird das Essen zubereitet? Wie viel Brot kommt in eine Portion Caesar Salad? Wenn beide immer versuchen, alle Aufgaben gleich zu beantworten, also wenn beide sich gleich verantwortlich fühlen, wird es darauf hinauslaufen, dass es einen Konflikt gibt, weil es gibt immer unterschiedliche Meinungen. Deswegen würde ich sagen, nehmt euch Hüte, Partyhüte und setzt euch die auf und sagt, das ist mein Partyhut, das ist dein Partyhut. Was nicht heißt, dass wir nicht gemeinsam sparring und kreativ sein können. Wir können uns beide austauschen. Du kannst mir gerne deine Impulse geben für meinen Verantwortungsbereich. Der Entscheider in diesem Bereich bin aber ich. Der Entscheider in dem anderen Bereich bist du. Und dann macht ihr euch vielleicht eine Liste und sagt, okay, diese 10 Dinge, das sind meine Aufgabenbereiche. Diese 10 Dinge sind deine Aufgabenbereiche. Und dann gibt es 5 oder 6 Dinge, die sind in der Mitte, die müssen wir beide gemeinsam beantworten. Und für alles können wir sparring und brainstormen. Aber es gibt den Entscheider oder die Entscheiderin ist entweder die eine Person auf der linken oder rechten Seite oder wenn es mehrere sind, dann eben anders. Und einige Dinge müssen halt gemeinsam entschieden werden. So, verschiedene Aufgaben und Verantwortungsbereiche klar zu definieren. Punkt 3, Vertrauen. Ich werde nie wieder mit jemandem zusammenarbeiten, eine Kooperation eingehen, etwas machen, wo ich das Gefühl habe, wenn ich auch nur ein Gefühl, eine Nuance an Gefühl habe, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas fühlt sich komisch an. Irgendwas ist weird, irgendwas ist nicht authentisch. Ich habe das Gefühl, ich könnte über den Tisch gezogen werden. Ich habe das Gefühl, diese Person interessiert sich nicht wirklich dafür. Wenn ich auch nur ansatzweise dieses Gefühl habe, ist es ein Signal oder ein Anreiz dafür zu überlegen, möchte ich diese Kooperation eingehen? Und dann kann ich natürlich herausfinden, ein bisschen nachstochern und gucken, hey, was erhoffst du dir aus dieser Kooperation? Was willst du machen und so weiter? Ich weiß, es ist schwer, auf sein Bauchgefühl zu vertrauen, weil das Bauchgefühl, wie wir in einer anderen Session beschrieben haben, Bewusstsein, Unterbewusstsein, das Bauchgefühl ist nur ein Gefühl. Es ist so eine schwammige Energiemasse, die wir nicht zuordnen können. Deswegen sagen wir, ach, to hell with it. Wir beruhen uns auf die Fakten.
Aber Fakten sind nicht das, was uns ausmacht. 95% unserer Entscheidungen und unseres Verhaltens ist unterbewusst. Und in unserem Unterbewusstsein steckt eine enorm große Intelligenz aus unseren vergangenen Jahren, die wir gelebt haben, aus den Energien, die sich ergeben haben. Das können wir im Kopf rational nicht abbilden. Dementsprechend, wenn ihr auch nur eine Nuance negatives Gefühl habt, wenn auch nur ein bisschen in euch eine Stimme aufkommt, die sagt, na, don't do it. Ich sage nicht, mach es sofort, aber reflektiert es und sagt, warum ist diese Stimme da? Was will mir diese Stimme sagen? Warum habe ich, obwohl alle Bedingungen vielleicht stimmen, wieso habe ich trotzdem ein ungutes Gefühl? Woran könnte es liegen? Wenn es die Angst ist zu versagen, alright, do it anyway. Aber wenn euch irgendwas komisch vorkommt in diesem Deal, wenn diese Kooperation irgendwie nicht stimmt, don't do it. Don't do it. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist irgendwie komisch. Und für andere, die sagen, ich habe es trotzdem gemacht, herzlichen Glückwunsch. Ich habe es auch trotzdem gemacht und wir fallen dann 2-3 Mal hin und dann daraus lernen wir genau das. Von daher ist eigentlich egal, ob ihr es macht oder nicht, weil aus beiden Szenarien lernt ihr natürlich euren Teil für die Zukunft. Aber wenn ihr jetzt vor einer großen Kooperationsfrage steht, und es ist wichtig, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich, also in meinem Leben zumindest, ich ziehe das Bauchgefühl vor meinem faktischen Verstand. Fakten sind gut, das Gefühl ist mir wichtiger. Umgekehrt, gutes Bauchgefühl und negative Fakten ist natürlich auch schwierig, aber In den meisten Fällen, zumindest geht es mir so, hat meine innere Stimme, mein inneres Ich hat mich auf den richtigen Weg gebracht, mir den richtigen Weg gewiesen und mein Kopf hat mich meistens verwirrt und in die Irre geführt. Das ist in meinem Leben so. Dementsprechend kann ich auch an dieser Stelle euch nur wiedergeben und sagen, hört auf euer Gefühl oder versucht euer Gefühl zu hören und dann zu bewerten, wieso ist dieses Gefühl da? Vielleicht findet ihr eine Antwort drauf, vielleicht auch nicht. Und wenn ihr dann das Gefühl habt, ich will es trotzdem machen, do it. Wenn ihr das Gefühl habt, dieses ungute Gefühl reicht schon aus, um es nicht zu machen, don't do it. Und es ist vollkommen okay, in 2-3 Jahren zu sagen, wieso habe ich es nicht gemacht? Ich hatte kein gutes Gefühl dabei. Die haben eine Untersuchung gemacht, glaube ich, vom Forbes Magazine, glaube ich. Was? Forbes Magazine, wo sie 100 Entrepreneure gefragt haben, auf welcher Basis entscheidet ihr, ob ihr in ein Projekt investiert oder nicht. Und die meinten, ganz ehrlich, wir gucken uns den Businessplan an, das, wir gucken uns alles an. Am Ende des Tages entscheidet aber das Gespräch mit dieser Person, die das zu führen hat. Und wir wollen einfach nur das Gefühl haben, diese Person steht dahinter. Du kannst es nicht hinterlegen und mit einem Businessplan belegen und sagen, jetzt ist es eine gute Idee. Das Gefühl dieser Person, dein Geld, dein Vermögen in die Hand zu geben, das ist das A und O und das entscheidet darüber, ob du eine Sache machst oder nicht. So, das waren die 3 Fragen. Leute, für all diejenigen, die später dazugeschaltet haben, wir haben 3 Sachen beantwortet. Erstens, wie gehe ich mit Lampenfieber, wie gehe ich mit Stage Fright um? Punkt 2, wie gehe ich mit psychischem Druck und Overwhelm um? Was mache ich, wenn ich 1000 Sachen erledigen muss? Ich nehme mir sogar die Zeit dafür, ich schaffe aber gar nichts, weil ich komplett überfordert bin. Punkt 3, was sind die wichtigsten Eigenschaften für eine erfolgreiche Kooperation? Diese 3 Fragen habe ich versucht, in dieser kurzen Zeit zu beantworten und euch einfach ein paar Dinge zuzuspielen, die euch vielleicht auf den richtigen Weg bringen oder beziehungsweise euch einen neuen Impuls geben, mit dem ihr in diese Sachen reingehen könnt. All diese Dinge können wir natürlich übertragen auf unser eigenes Leben. Alright, 45 Minuten in wieder mal ein Monday Morning Coffee Marathon. Und ich muss mich jetzt leider verabschieden, weil ich gehe jetzt in die Vorbereitung für meine nächste Session. Die beginnt bald oder gleich. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich euch mit diesen 3 Impulsen einiges mitgeben konnte. Falls ihr es verpasst habt, ich poste es gleich in den Feed. Ihr könnt euch gerne die Zusammenfassung angucken, beziehungsweise nochmal das Replay ansehen. Nice, dass ihr dabei wart. Richtig, richtig cooler Monday Morning Coffee Talk. Hoffentlich. Ich hoffe, dass es ein cooler Monday Morning Coffee Talk war. Für nächste Woche werde ich wieder ein anderes Thema ausarbeiten. Falls ihr Fragen habt und ihr seht, hey, das ist cool, dass er darauf eingeht, es gibt mir neue Impulse. Leute, dann schickt mir die Fragen gerne zu. Ihr seht, es ist fast egal, um welches Spektrum an Fragen es sich handelt, ob es Business-related ist, Personal, Love, Life. Schickt mir die Fragen gerne zu, ich gebe euch gerne meinen Take. Mal bin ich der Experte vielleicht in einer Sache, mal vielleicht ein bisschen weniger. Was immer helfen wird, ist eine neue Perspektive. Also, geht mit viel Energie und Drive in die neue Woche. Vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Vielen Dank, Marie. Ich hoffe, dass es immer so gut bleibt. Und wir sehen uns dann spätestens kommenden Montag um 8 Uhr beim Monday Morning Coffee Talk. Deswegen nehme ich jetzt einen Schluck und verabschiede mich von euch
mit viel Energie und mit viel Power, mit viel Drive in eine neue Woche. Geht da raus, nehmt das Wetter mit, genießt das Leben. Mann, guckt euch den Sonnenuntergang an und werdet euch bewusst, wie einzigartig und geil unser Leben ist. Und lasst nicht zu, dass auch nur eine Sekunde an euch vorbeigeht. Auch die stressigen, nervigen Tage gehören dazu. In dem Moment sagt euch einfach, you know what? Wenn es nervig und stressig ist, dann gehe ich mit Energie dadurch. Wenn es nervig und stressig ist, dann gehe ich als Kämpfer dadurch. Dann gehe ich dadurch und ich mach's trotzdem. I'm gonna do it anyway, weil ich als Person, du als Person, wir wollen durch diese Phasen gehen und nicht leiden, sondern ein schönes Leben führen. Und ein schönes Leben ist manchmal mit Ups und Downs verbunden. Häufig mit Downs verbunden. Die Frage ist nicht, ob wir Downs haben. Die Frage ist, wie gehen wir durch diese Downs? Wie gehen wir durch diese Herausforderungen? Und jedes Mal haben wir eine Entscheidung, eine Option. Wir haben immer eine Option, anders durch diese Downs zu gehen. Sich zu stressen, hinzufallen, liegen zu bleiben, zu quengeln, können wir alle. Was die wenigsten können, ist zu sagen, ich bin hingefallen, geil. Es tut weh, gut. Was lerne ich daraus? Ich stehe auf, ich mache es nochmal. Alright? Let's go! Viel Spaß in dieser neuen Woche und schreibt mir gerne eure Fragen für die kommenden Talks zu. Ich gehe gerne darauf ein. Ansonsten Anregungen für andere Uhrzeiten zum Monday Morning Coffee Talk, Nachrichten, ob das jetzt ein guter Talk war oder nicht. Lasst mir das gerne zukommen. Es bedeutet mir viel, um zu adaptieren, welcher Talk ist gut, welcher nicht so sehr, welche Inhalte braucht ihr mehr, welche weniger. Leute, ihr kennt mein Zeichen. Peace out. Viel Spaß in dieser neuen Woche und wir sehen uns nächste Woche Montag um 8 Uhr. Bye, bye. Hey, bevor du gehst, wenn dir diese Session gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like von dir. Ich beantworte gerne deine Kommentare und was natürlich super, super sweet wäre, ist, wenn du diese Session mit deinen Freunden und Followern auf deinen Instagram-Kanälen teilst, weil ich glaube, jeder von uns braucht diesen wöchentlichen Wake-up-Call. Und by the way, wenn du Lust hast, wie andere live bei jeder Session dabei zu sein, dann werd Teil meiner Coffee-Fam auf Patreon, weil dann bist du nicht nur live in jeder Session dabei und committest dich, jede Woche ein Stück voranzukommen, sondern ich kann sogar deine Fragen beantworten und auf deine individuelle Situation eingehen. Also, wenn du Bock hast, klick auf den Link in der Beschreibung und werd jetzt ein Patron, also Teil meiner Coffee-Fam und wir sehen uns beim nächsten Mal. Make it count, dein Arvid.